So, jetzt kommt auch der letzte angefahren. Cyrus Kane. So, Duki auswählen. Und dann geht's die Ampel an. 1, 2, 3, 4, 5. Und der große Preis von Belgien startet jetzt. Jetzt. Und damit beginnt die die zweite Teilseason der Serie A. Und da geht's direkt zur Sache. Da setzt sich der Speedy direkt neben den Fuzzi und geht vorbei. Und wir haben eine Scheißkamera. Ich will keine Gebäude sehen hier. So, Speedy vorbei an Fuzzi. Was ist hinten passiert? Suchti geht da vorbei. Der schießt da durch. Duffy auch. Duffy macht auch Plätze gut. Niki Lauda jetzt direkt hinter Duki. Und ich schalte mal direkt auf die Top 3, denn Patze verliert hier gegen Speedy seinen ersten Platz. Und Fuzzi jetzt direkt dahinter, Patze. Hammer verliert Plätze. Und, nee, gewinnt gegen LX. Anscheinend muss es hier irgendwo gekracht haben, weil das Cyrus... Nein. Das sieht alles gut aus. Ich bleib mal noch vorne. So, Benny hinter geht am Hotze vorbei. Er scheint irgendwie ein Problem zu haben. So ein Speedy jetzt schon eine Sekunde auf dem Patze. Also der legt hier das Pace hin, direkt zu Beginn. Ja. Das ist jetzt natürlich auch in den ersten, gerade in den ersten Runden immer die Frage, wer hat wie viel Benzin dabei? Und wir sehen, bei uns sehen wir überwiegend die Supersoft am Anfang. Ein paar Leute mit Softs unterwegs. Ja. Oh, und ein kleiner Stau. Speedy mit der schnellsten Runde war zu erwarten. 1,50. Aber Patze macht jetzt langsam wieder Zeit gut auf ihn. Hilgert vorbei an Mauskuh. Und Mauskuh wieder vorbei an Hilgert. So, oh. Niki Lauda direkt jetzt hinter Duffy. Die fahren zu zweit auf die Eau Rouge und es knallt! Und Hilgert ist aus. Ach du lieber. Das war abzusehen, dass man zu zweit nicht durch die Eau Rouge kommt. Ja, man kommt zu zweit durch, also es geht schon. Ja, also Hilgert, der erste Ausfall in der Serie A diese Season. Ja, der hat da auch. So, ja, ich gehe auf den Schlauer. Schlauer ist da immer zurückzustecken. Und sucht die jetzt hier mit dem Softreifen auf den Hotze am Jagen. So, Mann, Deutsch. Lässt mich wieder hängen. Ja. Und Benny Blümchen jetzt direkt hinter Niki Lauda auch. Also wir haben hier zwei Kämpfe ohne Ende gerade. Oh, und LX vorbei an Duffy. Ja, Duffy hat ja jetzt bestimmt einen Schaden, ne, am Auto. Ja. So, und Niki Lauda noch behauptet er sich hier gegen Duki. Gegen Benny, meine ich. Ja. Ja, vorne rechts fehlt es ein bisschen. Oh, und fährt sich noch ein Teil ab am Frontflügel am LX. So, DRS ist aktiviert und jetzt könnte es spannend werden, ob sich Benny Blümchen jetzt an Niki Lauda ransaugt oder ob er jetzt zu viel Pace verliert in der Rouge. Ja. Aber sieht gut aus, er kommt besser durch die Rouge, viel besser durch die Rouge. Flügel geht auf, aber natürlich auch beim Niki Lauda. So, neben ihm setzt er sich, hat jetzt den inneren Pace und er ist vorbei. Stark gemacht hier von Benny Blümchen. Hinten sehen wir auch Überholmanöver. Ultra Goku hier im Vierkampf und da kommt zur Berührung. Oh mein Gott. Was haben wir hier für ein enges Feld? Ja, und die ersten Zeitstrafen gab es auch schon vom Duffy.
Und vom Hammer. Nee, von Hotten Toril. Also hier auf beide. Platz 10 bis Platz, ja, sagen wir mal, bis 15, 16, alle ganz eng beieinander. F1 hämmer da jetzt gegen James Bond und kommt vorbei. Aber dahinter lauert jetzt hinter James Bond auch direkt der Ahmed mit seinem roten Flitzer. Der jetzt natürlich ein bisschen Pace gut machen muss, sein Teamkollege auf Platz 1 und Ahmed geht da vorbei am James Bond ohne Probleme. Ja, der Speedy ist schon 2 Sekunden weg vom Patze. Es ist schon beeindruckend, seine Pace da vorne. Bin gespannt, ob er das halten kann. Und da sehen wir jetzt auch den nächsten neben den James Bond. Das ist der Force India. Und er geht in die Box. James Bond in der Box. Und Fuzzi muss aufpassen, dass er nicht gleich geschnappt wird vom Patze. Andersrum. Patze muss aufpassen vom Fuzzi. Ja. Ja, der macht jetzt Druck da. Mit DRS offen. Ja, das reicht noch nicht. Also, gerade ist zwar lang, aber fast eine Sekunde macht man da nicht gut. Auch mit DRS nicht. Nee, aber. Er kommt nah ran. Er hat aufgeholt. Und da verpassen wir jetzt den Überholmanöver. Was ist da los? Ganz viele Überholmanöver. Ja, mit DRS auf der. Oh. Das Feld ist echt. Das ist ultra. Und darf ich wieder vorbei? Darf ich wieder vorbei am LX? LX, 3 Sekunden Zeitstrafe wieder. Da hagelt es auch viele Zeitstrafen. So, F1 Hämmer hinter Ultra Goku und der geht vorbei. Nein, so leicht gibt sich der nicht geschlagen. Nee. Er hält deutlich besser hier. Deutlich besser durch die lange Linkskurve. Ja, Hammer zeigt, dass er schneller fahren könnte. Ja, er ist natürlich auch mit den Softreifen unterwegs, das darf man nicht vergessen, also. Ja? Ja. F1 Hammer ist auf Softs. So, also Fuzzi verliert jetzt wieder ein bisschen Pace hinter Patze. Das heißt, da können wir ein bisschen das Auge von. Und Cyrus Kane, der ist dran am Klee. Wahrscheinlich hat er mit Absicht so viel Platz gelassen, damit ihm nichts passiert und er in Ruhe nach vorne fahren kann. So, jetzt haben wir nochmal den F1 Hammer gegen Ultra Goku in der Urush. Ja, ich denke, da kann er sich nicht wehren. Mit DRS. Oh, er ist zu nah. Aber F1 Zimmer hat kaum noch ERS, also er kann nicht aufdrehen, das ERS. Was natürlich eins, dann. Nichts. Na, was hat er schon jetzt gemacht? So. LX da hinten. Schofields gegen Schofields. LX, ja. Aber Schofields. Spannende Zweikämpfe. Und Duki ist innerhalb von einer Sekunde an Fuzzi dran. Ja. Und Speedy hat in 5 Runden 5 Sekunden Vorsprung, fast 6 Sekunden Vorsprung auf Patze. Das ist schon beeindruckend. So, Duffy hier jetzt hinter Ronny. Der sitzt ihm im Motor. Ja, Niki Lauda, der. Also Duffy ist jetzt im Force India Sandwich, im pinken Sandwich. So, setz dich jetzt neben Ronny. Nein. Aber es reicht nicht, nee. Er sollte mal sein ERS fahren. Oh, da! Oh, oh, und da kommt die Berührung! Oh. Also es ist hier ein ganz enges Feld da, was der Ronny da anführt. Ja. So. Also, aber. Duffy jetzt hier Duffy gut durch die erste Kurve. Nicht, dass es wieder knallt. Ja, da müssen die ein bisschen aufpassen.
Rouge jetzt, alle drei direkt hintereinander. Und jetzt gehen die Flügel auf. Und jetzt bin ich gespannt, ob Duffy sich Schofield da durchsetzen kann. Aber er Schofield kann auch. Schofield hat jetzt auch wieder 3 Sekunden Zeitstrafe. Also Duffy braucht Nein. ERS, er muss sparen jetzt. Aber beeindruckend, dass er so schnell, also schneller ist wie Schofield. Boah, jetzt hier nebeneinander in der Kurve. Oh, klasse Manöver. Aber Schofield behauptet sich, der macht da ist ihm nicht einfach, den Duffy. Nee, aber jetzt ist er vorbei jetzt und jetzt ist er besser in der Kurve und jetzt ist er durch. Jetzt hat er ihn gepackt. Und das ohne ERS. Also, man kann auch überholen ohne ERS auf der Strecke. So, dann muss ich kurz husten. So, und dann schalten wir jetzt mal zum Suchti und Ultra Goku. Ja, Super Wenn Soft gegen Soft. Und Ultra Goku jetzt gerade definitiv schneller. Boah, da zu zweit in die letzte Kurven. Ja, Cyrus Kane ist jetzt auch schon auf Platz 15. Hat er sich dann und dreht sich und fängt das Auto ab. Hat so. Er da das DRS-Schild mitgenommen von der Start-Ziellinie. So, und jetzt Ultra Goku hier direkt hinter Suchti. Jetzt geht der Flügel auf. Er sollte durch die Reifen noch den Vorteil haben. Und ist auch deutlich schneller. Und jetzt muss Mausku auch noch aufpassen. Jetzt ist er nämlich direkt hinter Mausku. Oder fast direkt. Irgendwie kommt der Fuzzi am Panzer nicht vorbei. Nee, er holt immer ein bisschen auf, aber verliert dann direkt wieder seine Zeit, ne? Ja. Durch den Kampf hier Platz 13 bis 17 holt der James Bond auch richtig gut auf. Trotz Boxenstopp. Und das Speedy hat schon 8 Sekunden Vorsprung. Unglaublich. Ja, das ist eine Top-Pace, also. Das ist. Kann man nicht vergleichen. Vor allem eine. Nee, vor allem eine also fehlerfreie Fahrt bis jetzt von ihm. Mhm. So, und jetzt ist Fuzzi etwas näher rangekommen wieder. So, Hotte der Erste, der jetzt regulär in die Box geht. Und der LX schon wieder mit einer Zeitstrafe, also. Da hagelt's aber bei ihm, ne? Ja, ich glaube, so wie ich mitgezählt habe, 3, 4 hat er schon. So, und jetzt saugt sich Fuzzi langsam ran mit DRS. Ja, aber der hat. Ja, er hat aber das ERS auf 0 gestellt, das heißt, der spart. Und Mausku hat die Session verlassen. Oh. Hatte der da wohl ein Disconnect? Ja. Sieht so aus, ne? Ja. Nee, aber das DRS auf 0 stellen, das ist, auf der Strecke macht man das, machen viele das so in den Kurven. Nein, er hat es gerade auf Dings... auf der langen Geraden schon auf 0 gestellt. Okay, habe ich jetzt nicht so drauf gehört. Ja, so Mausku wird jetzt natürlich nach hinten gereicht. Und auch Ronny hinter LX. Und James Bond ist schon 2 Sekunden näher an die Kampfgruppe vor ihm herangefahren. Ja, vielleicht sehen wir da ja gleich eine kleine Aufholjagd von ihm. So, Benny Blümchen ist jetzt, sehe ich gerade, direkt hinter Duki. Und bringt ihn jetzt genau in die Bedrängnis. Und Fuzzi und Patze gehen zeitgleich in die Box. Oh,
Ist natürlich eventuell jetzt auch eine Abwehr von Fuzzi, dass der Patze da kein Overcut setzt. Oder ist ja, das dann kein Overcut? Ja. Ja. Aber wenn der Fuzzi als erstes reingegangen wäre, dann hätte er vielleicht mit dem Undercut es probieren können. So, Moment, jetzt müssen wir kurz unterbrechen, denn jetzt ist Benny Blümchen ganz nah hinter Doki. Und das sollte er machen. Wobei, er hat keine ERS mehr. Aber das reicht, DRS reicht, setzt jetzt innen daneben und ist vorbei. Ja, war ganz schön knapp hier für den Benny. Hat aber nochmal gereicht. Und jetzt sollte er auch möglichst bald sein ERS sparen. Sonst kommt gleich der Konter. So, sucht die hinter Ultra Goku wieder. Ja, Patze hat jetzt noch genügend ERS. Fährt auf 1. Oh, und der Fuzzi ist hinter Duffy rausgekommen. Das ist natürlich ärgerlich für ihn. Ultra Goku hat 3 Sekunden Zeitstrafe. Die erste. Patze, sein Glück ist jetzt, dass der Duffy zwischen den beiden ist. Also zwischendrin. Ja. Das spielt ihn natürlich ganz schön in die Karten. Ja. So, und jetzt ist die Frage, kann Sufti da gleich den Angriff setzen? Gegen Ultra Goku. Ich war gerade beim Cyrus mit, wie Klee und Schofield sich da bekriegen. Und Doki ist jetzt in die Box und das könnte vielleicht der erste Ansatz zu einem Undercut sein hier von ihm gegen Benny Blümchen. So, kommt da. Wo kommt der raus? Doki kommt vor Fuzzi raus. Doki kommt vor Fuzzi raus und das ist natürlich ganz ärgerlich jetzt hier für Fuzzi. Ja. Und Suchti kann nicht angreifen. Oh. Aber beide vorbei. Nein, doch nicht. Ich schalte mal da hin. Doki vorbei am Duffy. Da wollte der Fuzzi auch mitziehen, aber hat nicht geklappt. Wow, und Doki setzt sich hier ganz schön zur Wehr gegen Duffy. Andersrum, Duffy. Oh, da muss jetzt aber aufgepasst werden. Also, da macht der Duffy es denen nicht leicht, ne? Und Fuzzi vorbei am am Duffy wollte ich sagen, aber nein, der hatte die bessere Kurve. Ich fahre hier onboard mit dem Duffy, neben dem Fuzzi. Aber es ist klar, dass der Duffy das hier nicht einfach machen will. Immerhin ist sein Teamkollege, der Suchti, da vorne mit am Kämpfen. Und Speed jetzt, der geht auch in die Box. Der hat natürlich Zeit ohne Ende. Der kommt nicht in Bedrängnis. So, ich bin nur gespannt, wann der Benny in die Box geht. Ja, der will ein paar Führungskilometer sammeln. Duffy, 3 Sekunden Zeitstrafe, nein! Das kann am Ende sich ganz bitter auszahlen. So, Niki Lauda jetzt ebenfalls in der Box. Also es geht hier ganz schön rund gerade. Und jetzt gerade spielt eigentlich alles im Suchti in die Karten. Und das macht der Duffy hier ganz geschickt. Den Fuzzi hinter sich lange hält er. Und den Duki hat er da auch ganz schön in Bedrängnis gebracht. Und jetzt bin ich gespannt, wie er sich hier gegen Fuzzi nochmal durchsetzt. Aber jetzt geht Fuzzi vorbei. Ja, Suchti am Ultra Goku auch dran. Also das hat jetzt den Suchti ganz schön in die Karten gespielt. Ja, aber Fuzzi hat ja auch die frischeren Reifen. Ja, aber ich bin gerade irgendwie irritiert, weil bei mir steht,
Das sucht die sucht die Reifen, seine Softreifen 10 Runden heizen, das kann ja gar nicht. Hm. So, F1-Zimmer verliert da Plätze, was da oh. los? Frontflügel. Der hat kein Frontflügel mehr, so wie es ausschaut. Oh ja, das ist ganz schön ramponiert. Ja, vorne links fehlt's. Jo. Oh, und der LX muss aufpassen, dass er dann auch nicht reinrutscht. Aber der geht jetzt vorbei. Das ist sehr, sehr fair vom F1-Zimmer, was er da macht. Er macht immer Platz. So, Ultra Goku geht jetzt in die Box. Und sucht die Stritter. Wahrscheinlich will er eine Einstopp fahren. Der sucht die. Mit Soft und dann Mediums. Jetzt habe ich es verpasst, das Überholmanöver vom Hotze gegen Duffy. Und jetzt Duffy an Horte dran. Na, der Hotz ist da gerade vorbeigegangen und ich denke nicht, dass der Duffy da nochmal einen Konzer setzen kann mit seinen Reifen. Okay. Ja, gut, mit 11 Runden gegen 4 Runde alte Reifen würde ich mich, glaube ich, auch nicht wehren. So, und Ultra Goku kommt raus auf der 11. Oh, Ronny gegen Ultra Goku. Oh, ich glaube, da hat's geknallt. Und dahinter direkt der Sirius Kane. Klee mit einer 30 Sekunden Zeitstrafe. Okay, also kann es egal sein. Ihm kann es egal sein, er ist Ersatzfahrer. Der nimmt das wahrscheinlich jetzt als Vorlage für sein Rennen nächsten Sonntag. So. Also Ultra Goku gegen Ronny. Ups, Entschuldigung. Gegen Ronny gegen Sirius Kane. Und ja, Niki Lauda ist auch an der Kampfgruppe dran gegen Cyrus. Also schöner Vierergruppe, die wir hier haben. Speedy mit der neuen Zwischenzeit 1:46,7. Also hier, es wird zum Fünfkampf, wenn es so weitergeht. So, ja, und Ultra Goku jetzt ganz eng hinter Ronny. Macht da ganz schön Druck in der ersten letzten Kurve. Jetzt nimmt die innen, außen, beziehungsweise, und ja, ist jetzt noch näher ran. Ja, Cyrus Kane geht in die Box, Klee geht auch in die Box. So, und jetzt hier Ultra Goku von außen und sehr stark gemacht hier vom Ahmed, der hier grandios in der ersten Kurve vorbeigeht. Darf ich auch mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe? Jetzt muss ich hier Niki Lauda gegen James Bond werden. Beide mit DRS. Oh, das ist eine schöne Vierergruppe hier um den Platz, um den letzten Punkt. Ja. Aber wo ich jetzt drauf bin, ist der Fuzzi, der sich jetzt den Duki nähert. Und Benjamin Blümchen ist schon 12 Runden auf den Supersoften unterwegs. Ja, ist mal eine mutige Sache von ihm. Gerade die, ja, die Rouge wird ziemlich schwer sein jetzt mit den alten Reifen. Und Speedy wieder mit einer neuen schnellsten Zeit. 1:46,5. Also der fliegt da vorne. Der fliegt da vorne allen weg. Ja. Macht seinen Namen alle Ehre. So. Also Fuzzi. Oh, wobei, wir müssen auch im Auge behalten den Patze, der jetzt dem Suchti immer mehr auf die Pelle rückt. Ich halt mal hin, der ist nämlich jetzt mit DRS da unterwegs und ist vorbei. Am Suchti meine ich.
Also Suchti hat echt viel zu kämpfen hier. Den hat es jetzt ganz schön in die Karten gespielt. Natürlich, dass der Fuzzi da aufgehalten wurde ohne Ende. So, und wir schauen mal hinten. Da ist der Niki Lauda jetzt nämlich am Ultra Goku vorbei. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Klasse Manöver. Aber Ronny mit 13 Runden alten Reifen. Wie ja, aber Duffy das ist Soft, und LX. Ja. Oh, und guck mal hinten, der Schofield. Der ist mit Mediums unterwegs. Ja, der will wahrscheinlich jetzt einen richtig langen Stint zu fahren. Ja, ich denke mal gerade so 30 Runden mit den Mediums kann man durchfahren, oder? Ich hab's noch nicht probiert. Probiert in der Praxis habe ich es auch nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Ja. Oh, und Klee hat sich hier verbremst. So, und Fuzzi jetzt hinter Duki mit DRS. Jetzt könnte der Angriff kommen vom Fuzzi. Geht da nach innen. Ah, und er ist vorbei. Fuzzi am Duki vorbei. Ultra Goku geht auch nochmal auf die Soft. Nee, er war auf Super Soft. Jetzt geht er auf die Soft. Das wird dann auch ein Zwei-Stop. Weil ich glaube nicht, dass man jetzt um den Rennzeitpunkt mit Soft durchfahren könnte. Nein, auf keinen Fall. Also man könnte durchfahren, aber es wäre halt Reifenfolter am Ende. So, und aktuell sieht es echt nach einem spannenden Kampf aus, am Ende um Platz 2 und 3 und 4. Also von den Boxenstops und allem her. Der Benny Blümchen wird sich ja gleich von nach vorne verabschieden, wenn er in die Box geht. Wenn er in die Box geht. Da 14. Ja, Mausko aber auch mit 14 Runden alten Super Softs hier unterwegs. Ja, der Mausko hat ja aber auch einen Disconnect. Für ihn stand ja der. Natürlich, der Computer. Duki, 3 Sekunden Zeitstrafe, also. Ich sage dir schon. Verabschiedet sich. Ja, der verabschiedet sich auch, glaube ich, von da vorne. Mit 9 Sekunden aktuell, glaube ich. Kann man so das irgendwie gucken. Duffy geht in die Box jetzt schon mit 14 Runden alten Reifen. Hat den Flügelschaden. Wir schauen mal, ob er Flügelwechsel bekommt. Ja. Also Duffy muss sich einen neuen Flügel holen. So, und Duki versucht sich nochmal ranzusaugen, aber es klappt nicht. Und jetzt kommt Fuzzi. Dem Suchti, der eben so ein Glück hatte, wie ihm in die Karten gespielt wurden. Jetzt kommt er ihm aber wieder näher. Und ich habe immer noch. Steht das bei dir auch beim Suchti? 15 Runden alte Softreifen? Ja. Aber die sind doch und gleichzeitig in die Box, ne? Fuzzi und Suchti sind gleichzeitig in die Box. Ja. Deswegen, das komisch. Muss ein Anzeigefehler sein. Gelb Sektor 1. Das sieht war nach Duffy aus, ne? Oh. Fast wäre ihm auch noch Schofield reingefahren. Und er wirft das Auto weg. Oh, er steht auf der langen Geraden. Die Aurouge hoch. Ja. Also nach der Aurouge. Jetzt müssen wir hoffen, dass es kein Safety Car gibt. Fürs Rennen wäre es natürlich unglaublich spannend, auch nochmal den Speedy in Bedrängnis zu sehen. Ja, aber der würde sofort wegziehen. Jetzt kommt Benny Blümchen. Benny Blümchen geht jetzt rein. Okay. Der hat 17 Sekunden Vorsprung. Vor Patze. Also, das fährt er alle Male wieder raus. Das ist
eine Sekunde vor pro Runde, wo er da wegzieht. Ja. Starke Leistung. So, und jetzt sehen wir den Fuzzi direkt hinter Suchti in der Orange. Und der ist deutlich schneller. Aber wie viel schneller der hier ist als der Suchti. Ja, jetzt hat sich das so langsam alles eingepegelt. Ja. Cyrus Kane an F1-Hammer dran. Mit DAS und genügend ERS. Also ist zu weit weg. Ja, das ist noch zu viel. Aber James Bond, der hat sich auch gut wieder ins Rennen gefunden, ne? Ja. Ist jetzt sogar in den Punkten wieder. LX, F1 Hammer und Cyrus Kane haben die meisten Plätze gut gemacht mit 6 Positionen. Mhm. Ronny auf 11 mit 5 Positionen. Und Speedy, der wo vorne wegfährt, hat 3 Positionen gewonnen. Dank einem Regenquali haben wir ein spannendes Rennen. Auf jeden Fall, also. Das hat hier gerade am Anfang echt einiges aufgewirbelt. So, und jetzt kommt der Cyrus Canyon F1 Timer wieder näher. Also das könnte jetzt gleich dann den Angriff geben. Ah, okay, jetzt. Jetzt zeigt bei mir, dass Fuzzi auch 9 Runden hat wie der Patze. Aber sucht die 17 Runden mit den Soft. Ja, das kann gar nicht. Also die sind ja gleichzeitig rein, oder? Ah ne, das war der Patze und der Fuzzi, der gleichzeitig rein sind. Ja, der sucht die ist mit Soft gestartet. Ach, dann habe ich das die ganze Zeit verwechselt. Oh mein Gott, das tut mir leid, Leute. Ach, weil, ich hab den Patzi und den Suchti verwechselt. Mann. Steht auch dran, noch kein Boxenstopp, genauso wie LX und Ronny. Die drei waren noch nicht einmal in der Box. Ja, die werden das Ding nach Hause fahren. Mit einem Stop. Nachher auf Mediums. So, und jetzt haben wir den Duki direkt hinterm Suchti. Dann ist der Suchti gar nicht so gut unterwegs. Dann fällt der Suchti nämlich gleich noch ein paar Plätze zurück. Also hinterm Benny wird der bestimmt noch zurückfallen. Vielleicht sogar hinterm LX. Ja. Aber du musst bedenken, die müssen auch noch alle rein. Ich glaube nicht, dass die da durchfahren können. Nein, durchfahren nicht. Oh, ich bin gespannt. Also es ist noch alles offen. Ja, wenn der Suchti auf Mediums wechselt, könnte er durchfahren. Ja, aber die Mediums sind halt sehr viel langsamer natürlich. Als wenn die werden nämlich alle dann wieder auf Supersofts gehen. Und dann mit den Mediums da mithalten, boah, ich weiß nicht, ob das geht. Ja, wenn du eine gute Pace hast. Ich meine, er hat 18 Runden alte Reifen und fährt da vorne mit. Ach so. Ja, auf jeden Fall. Die müssten ja auch jetzt schon langsam 50-60% haben. Und Cyrus Kane an F1. Hammer vorbei.
So Speedy. Oh, Speedy Disconnect. Nein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. 20 Sekunden vorm Vorsprung und dann kriegt er den Disconnect. Das kann nicht wahr sein, Speedy. Nein. Junge, krieg dein Internet in den Griff. Ein dominantes Rennen, kann man sagen, und dann sowas. Ist es ärgerlich. Das ist doch jetzt nicht zu fassen beim Speedy. Das tut mir jetzt unglaublich leid für ihn. So eine Pace hingelegt und dann verliert er die Connection. So, und jetzt ist Duki neben Suchti und ist vorbei. Suchti. So, F1, der mal geht in die Box und wechselt auf die Mediums. Das heißt, er wird durchfahren wollen. Und James Bond, der kämpft sich da ganz schön nach vorne. Der ist jetzt schon hinterm Niki Lauda. Also definitiv keine schlechte Pace hier von ihm. Aber der hat so viel Vorsprung, dass er immer noch Erster ist. Ja, aber es tut mir jetzt echt unglaublich leid für Speedy, ne? Ja, ich habe ihn gerade schon eingeladen in die Party. Ja. Also im Herzen hat Speedy das Rennen natürlich gewonnen, aber das ist wow. So, ein LX geht in die Box. Ja, F1 Sufti ist jetzt auch auf Mediums. Ich denke mal, dass der LX auch auf Mediums geht, um durchzufahren. F1 Zimmer meinst du? Ja. Ja, und er geht auf Mediums. Also interessante Taktiken hier und Fuzzi jetzt auch am Speedy vorbei und das tut mir gerade im Herzen weh, dem Speedy da jetzt nach unten fallen zu sehen. Ja, damit hat auch echt keiner gerechnet. Also zwei Disconnects hier im ersten Rennen. Hilgard auch heute vom Pech verfolgt. Erst im ersten Quali-Ansatz hat er den Disconnect. Jetzt haut es sie nach einer Runde in der Rouge raus. Ist schon bitter. Oh, und James Bond an Niki Lauda dran. Ja eben, da bin ich drauf die ganze Zeit und da hinten ist Sirius Kane am Ronny dran. Ja. Und der ist noch viel näher nämlich gerade. Und Son Goku gegen Alex. Die fahren hier quasi immer zu zweit durch die Kurven. So, ja, und jetzt ist auch hier Cyrus Kane neben Ronny. Und, ja. Und Goku ist vorbei. Ja, gerade weggeschaltet, weil ich dachte, Cyrus Kane greift da zuerst an als der Ultra Goku. Aber das war wohl ja nichts. Jetzt vielleicht der Angriff 4 von Cyrus Kane. Aber es reicht noch nicht. Er macht den Flügel nicht auf. Er hat den Flügel zugelassen. James Bond an Niki Lauda vorbei. Ja, das ist Pech, ey. Ich weiß nicht, auf welchen der drei Zweikämpfe schnell zu gehen sollen. Hab mich jetzt hier für Cyrus Kane gegen Ronny entschieden. Und der
Goku kann gleich mal eine Sekunde wegfahren. So, jetzt geht der Flügel auf vom Cyrus Kane. Hier gegen Ronny. Der will jetzt in die Punkte kommen. Und er schafft es doch nicht. Er ist neben ihn. Neben ihn in den Kurven und jetzt ist er vorbei. Ja, so leicht gibt er sich, glaube ich, nicht geschlagen. Und Niki Lauda ist jetzt auch wieder dran an James Bond. Lässt auch nicht locker. Kläre die nächsten 3 Sekunden Zeitstrafe. So, und Ultra Goku jetzt direkt der nächste, der Ronny attackieren will. Der will natürlich auch heute hier im ersten Saisonrennen ein paar Punkte mitnehmen. Oh, und Hotze geht in die Box. So, Ultra Goku muss jetzt aufpassen, dass LX da nicht auch nochmal angreift. Also der hat sich selber auch noch nicht abgeschrieben. Hotze geht jetzt auch nochmal auf Soft. Wow, und da kommt es zur leichten Berührung an den Reifen. Aber jetzt ist Ultra Goku vorbei. Und jetzt direkt LX auch hinter Ronny. Oh, also Ronny wird hier durchgereicht. Und Hotze, bekommt gleich mal 3 Sekunden Zeitstrafe auf Wusch hoch wahrscheinlich. Ja, und LX geht auch an Ronny vorbei. Also Ronny wird hier einmal nach hinten durchgereicht. Einmal weitergeben, bitte. Ach, das war das Speedy, den der Hotze da gekauft hat, okay. Oh, aber Ronny schreit sich nicht ab, der greift nochmal an. Ja, und geht wieder vorbei. Am LX. Niki Lauda. Oh, da fliegt ein Teil vom Flügel vom LX. Habe ich das richtig gesehen? War das der Flügel? Ne, sieht alles heil aus, okay. Ja. Dann gehe ich mal wieder hier auf Niki Lauda gegen James Bond. Er ist im Schlagdistanz, hat genügend EAS. So, Fuzzi und Duki in die Box. Vielleicht wird es ein Undercut, ein Patze gegenüber. Ja, und Duki will das abwehren. Ja, Duffy hat die Session verlassen. Er war eh schon DNF. Oh, ist er jetzt mittendrin rausgegangen? Das darf man nicht. Nein, er war schon DNF. Nein, aber er ist rausgegangen, ja? Wenn man rausfliegt aus dem Rennen, dann muss man entweder direkt rausgehen oder bis zum Ende drin bleiben. Er schützt erst raus. So, LX geht in die Box, also doch vielleicht ein Flügelschaden. Kannst du ja vielleicht mal gucken, ob da der Flügel gewechselt wird. Yep. Ja, er wird gewechselt. Und wechselt auch nochmal auf die Soften. Wieder. Niki Lauda kommt irgendwie nicht an James Bond ran. Nee. Obwohl er die frischeren Reifen hat. Oh, F1-Hämmer! Nein! F1-Hämmer schießt sich ab. Ich fahre jetzt hier mal mit dem LX. Ja, vielleicht ich bin auch drauf. Ja. Die Orange. Es ist die Orange. Richtige Orange. So, jetzt geht Patze. Und jetzt bin ich gespannt, wo kommt der Patze raus? Ich fahr mal mit. Ich fahr mit Fuzzi mit. Er kommt jetzt auf die. Ist kurz vor das Startziel. So. Oh, und Patze holt sich super soft. Dann links. Und Patze hat eine Stop and Go. So, und Patze kommt raus. Vorm Fuzzi. Okay. Und vorm Benny. Und vorm Benny war jetzt sehr wichtig für ihn. Und sucht die Erster.
Der fährt seit 24 Runden mit Soft. Ja, das ist schon echt etwa, will er da nicht etwa noch auf Super Soft wechseln am Ende? Das ist jetzt die Frage. Ja. Also Mediums wäre jetzt die falsche Wahl. Also es müssen die Super Soft sein am Ende, weil Mediums wäre jetzt definitiv die falsche Wahl. Ja, noch 19 Runden? Ja. 19 Runden kannst du mit den Supersofts machen. Schweren Herzens. Das haben uns eben welche gezeigt. Ja? Vielleicht gibt es ja dann doch nochmal ein spannendes, packendes Finale da vorne. Auf jeden Fall jetzt. Also jetzt wird es ganz spannend. Jetzt, wo der Speedy nicht mehr dabei ist. Ja, der ist davon geflogen. Und Niki Lauda kommt nicht an James Bond vorbei. Er kommt nee. Ran, aber nicht vorbei. Also der James Bond macht das da ganz stark, welcher ja eben ganz hinten war. Der hat sich gut nach vorne gekämpft wieder. Ja? So, jetzt ist James Bond in die Box. Jetzt geht er in die Box und jetzt mal... Bin ich gespannt, was für Reifen er aufzieht. Er geht auch nochmal auf die Soften. Okay. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Sucht die gleich auf die Super Soften gehen wird. Naja, aber eins können wir im Speedy lassen, auch wenn er geführt hat, ja, und mit schweren Herzen Disconnect hatte, hat er immer noch die schnellste Runde. Ja, und der Speedy, der schreibt gerade, dass bei ihm gar nichts mehr geht, PSN komplett down. Ja, Speedy, das tut mir echt mega leid für dich. Also in unseren Herzen hast du ganz klar gewonnen, du bist dann so eine Pace gefahren. Da konnte ja nix und niemand mehr mithalten, außer wenn der DB dabei gewesen wäre vielleicht. Der kann das auch ganz gut, solche Pace fahren. Aber der war ja nicht dabei, von daher brauchen wir da nicht drüber reden. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Zugucken. Cyrus Kane an James Bond dran. Cyrus Kane, ich suche ihn da. 9 und 8. Der hängt schon im Getriebe vom James Bond. Oh, und jetzt macht der Patzer die schnellste Runde hier. No. Ich finde, Patzer hätte auch dem Speedy die schnellste Runde überlassen können. Ja klar, man fährt mal eben langsamer dafür. So, jetzt ist hier der ganz nah jetzt, dran. Jetzt, ah oh, nein, der Angriff kommt noch nicht. Vom Cyrus Kane. Ich denke, das macht er auf der Eau Rouge. Entschuldigung. Ja, aber er kommt nicht ran in der Eau Rouge da. Ja, vielleicht geht er auch mit Absicht vom Gas bisschen. Mit Suchti mit 26 runden Softreifen. So, und gleich sehen wir vorne den Patzer am Suchti. Also der wird da jetzt natürlich ja natürlich, er hat natürlich die ganz alten Softreifen. Patze da mit den frischen Supersofts hat er keine Chance. Oh nein! Was denn? Flügelschaden am Niki Lauda. Ach Mann, das ist natürlich auch ärgerlich. Oh, weil ich hab grad mich gefragt, warum eigentlich Hotte an ihm vorbeigeht. Boah, und da wird jetzt hier gedrängt, aber jetzt geht Suchti in die Box.
So, jetzt bin ich gespannt. Macht es, wie ich vermute, und holt die Supersoften. Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass er das machen wird. Ja, ja, natürlich, da kommen sie, ja, die Supersoften. Also 16 Runden ist machbar. Wir sehen ja auch den Patze, der schon mit den Supersofts unterwegs ist. Wie weit runter geht's? Er bleibt Sechster. Also noch auf Schlagdistanz, würde ich sagen. Auf jeden Fall, mit, ja, dem frischen Supersoft kann man da nochmal mitmischen. Niki Lauda jetzt in der Box, repariert den Flügel, holt sich nochmal die Softreifen. Also das ist jetzt ein Fehler, denke ich. Er hätte auch auf Supersoft wechseln können. Ein kleiner taktischer Fehler und Benny Blümchen da! Ja! Oh, Speedy! Hi, Speedy! Hallöchen! Erstmal mein herzliches Beileid. Von uns. Guckst du eben, ob dein Mikrofon freigegeben ist? Ja, das. Okay. Ja, Speedy, Top Pace, also wie ein Bulle gefahren da. Und dann auf einmal Netzwerkfehler oder was war los? Ich habe keine Ahnung. Wir sind alle aus der Lobby rausgeflogen bei mir. Dann bin ich aus der Party rausgeflogen wegen Netzwerkfehler. Und dann habe ich das PlayStation Network Verbindung verloren. Ja. Sowas hatte ich noch nie. Also noch schlimmer, das Timing geht gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Vor allem mit 20 Sekunden Vorsprung. Ja. Das ist eigentlich für uns Zimmer, hast der Sieger du damit gerechnet, des Rennens. Dass du so davon ziehst? Hast du damit gerechnet, dass du so davon ziehst? Nee, eigentlich nicht, weil ich nicht viel trainiert habe. Nur gestern und heute ein bisschen. Unglaublich auf jeden Fall. Ja, man hört, der Frust ist tief jetzt. Aber nichts draus machen. Nächstes Rennen ist der Monza. Nimmst du ja viel für, oder? Wenn du jetzt schon, ja, so davon schauen konntest. Ich werde mehr trainieren, dass ich auf jeden Fall gewinne und halt die nächsten auch. Sonst nicht, dass ich wegen dieser Scheiße hier wieder hier die Krone verliere. Ja. Wir teilen dein Beileid. Also wir drücken dir auf jeden Fall für Monza die Daumen. Mach das Beste draus. Und jetzt trink dir einen und dann genieß das den Rest des Rennens, auch wenn du nicht mehr mitfährst. Ja, mach ich. Alles klar. Mach noch viel Spaß. Jo, danke dir. Danke. Hier, Platz 2, 3 und 4 geht's echt eng zu. Innerhalb von einer Sekunde jeweils. Und Fuzzi ist die ärmste Sau im Fahrerfeld, wo kein DRS benutzen darf. Such die jetzt auch schon 2 Sekunden hinterm Horte dran. Ja, hat sich jetzt alles so langsam angepegelt. Klee wieder mit 3 Sekunden Zeitstrafe. So, und da kommen jetzt die schnellsten Runden reingeflogen hier. Such die. 1,45. Ja, der macht da ordentlich Druck nach vorne mit den Supersoften. Und Cyrus Kane wieder an der Box. Kurze Frage, der Benina schreibt, dass der Stream hakt. Tut's das bei allen oder nur bei Benina? Ja, such die, sieht den heute schon. Okay, Benina, dann liegt das an deinem Internet. Müsstest du dann bei dir fixen. So, jetzt wieder Fokus aufs Rennen.
Ja, schreibt mal nach zum Suchti, der ist ganz nah am Hotte dran. Da könnte es jetzt die nächsten 2-3 Runden auch ein Überholmanöver geben. Ja, ich bin jetzt gerade noch beim Fuzzi, Benny und Duki, weil da ist auch ganz schön eng. Ja, alle innerhalb von einer Sekunde fast. Aber Suchti greift da, glaube ich, als allererster an gleich, den Hotze. Der natürlich hier mit seinen perfekt frischen Reifen den Vorteil hat. Aber das wird eine neue Best. Nee, wird. Nein, sah so aus wie die neue Bestzeit vom Suchti. Aber auch wenn jetzt gerade der Patze noch 8 Sekunden Vorsprung hat, würde ich ihn auch nicht als sicheren Rennsieger sehen, weil er hat die Supersoften und die bauen natürlich deutlich schneller ab als die Softreifen von Fuzzi. Und die hat der andere vom Suchti. Und ist vorbei. Ohne Probleme hier. Und Ultra Goku geht nochmal in die Box und holt sich jetzt nochmal die Supersoft-Reifen. Klasse Manöver vom Suchti. Mit DRS und Windschatten. Ich glaube, die drei Fuzzi, Benny und Duki, die fahren hier alle mit derselben Pace ungefähr. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus da. Ja, aber Duki verliert noch einige Plätze durch seine Zeitstrafen. Ja, da will ich noch nicht zu viel vorwegnehmen. Lieber die Spannung bis zum Ende, aber der Duki kommt jetzt ran. Ah, okay, es ist eng. Also, da ist nur noch alles drin. Von Platz 1, ja, ich würde sogar den Suchti noch mitzählen. Also Platz 1 bis 5, glaube ich, sind hier jetzt die Favoriten für die ersten drei Plätze. Da ist noch alles drin. Ich würde den Hotte noch mitnehmen. Als Favorit. Ja, also da muss er aber aufpassen. Also er verliert jetzt die Zeit auf dem Suchti. Ja, weil der eng. Benny, der hat auch schon 15 Runden. Mit so, dem. Jetzt kommt der Duki. Jetzt kommt der Duki. 1/4, 2/10. Jetzt ist noch zu früh für den Angriff. Aber er ist jetzt schon ganz nah ran hier. Cyrus came in der schnellsten Zeit, 1,45,7. Auch nicht schlecht. Der macht da auch nochmal Dampf auf Niki. Niki Lauda. Also ja, nochmal ein paar Punkte alles, mehr holen, ne? Ja, ist alles jetzt so ein bisschen eingependelt gegen Ende. Ja, aber das wird nochmal ganz schön spannend davon. Also Patze macht das gut, er holt jetzt Zeit ohne Ende raus, weil er weiß natürlich, dass er die schlechteren Reifen am Ende haben wird. Da muss Fuzzi jetzt mithalten, er muss aufpassen, dass das nicht zu groß wird, der Abstand, wenn er nochmal angreifen will. So, aber der Duki, der verliert hier immer Zeit in den letzten beiden Sektoren. Also der erste Sektor sieht gut aus, aber am Ende verliert er immer Zeit da auf dem Benny. So, aber vielleicht gleich auf der hinter der Urush. Dann könnte noch mal ein Angriff kommen hier vom Duki gegen Benny. Ja, und hier hinten tut sich LX läuft jetzt auf Klee, die zwei Teamkollegen. Ja, Klee als Ersatzfahrer. Team Order gibt's. Ja, er lässt ihn vorbei. Niki Lauda auch mit der nächsten 3 Sekunden Zeitstrafe. So, und jetzt Duki hier ganz nah wieder, aber es reicht wieder nicht für einen richtigen Angriff. Also, er macht Druck und dadurch gewinnt Fuzzi natürlich auch Zeit nach vorne. Ultra Goku, schnellste Runde.
1:45:1. Ja, der macht da nochmal Druck auf Sirius Kane wahrscheinlich. Und Cyrus Kane ist an Niki dran, 1,4 Sekunden. Mit dem frischeren Supersoft. An die Gerken. Da müsstest du genauer definieren, was du für ein Event meinst. Also weiß ich jetzt gerade nicht, was du von uns wissen möchtest. Ah, er meint das Event. Patze geht nochmal in die Box und das ändert jetzt alles. Also Patze fällt zurück. Was hat er denn? Hat er einen Flügelschaden oder was ist da los? Ich kann nichts erkennen. Ich bin mal drauf. Nein. Nein, kein Flügelschaden. Regulärer Wechsel. Also hat er vielleicht gemerkt, dass die Supersofts doch nicht so lange halten für ihn. Er kam vielleicht nicht damit klar. Ja, und jetzt haben wir Fuzzi auf Platz 1. Ja, und jetzt kann Fuzzi das verteidigen. So, Patze jetzt natürlich direkt auf Vollspeed. So, und Duki jetzt ganz nah wieder hinter Benny mit DRS. Und es reicht. Jetzt. Ja, von außen. Ah, er sitzt daneben. Ja. Aber Benny ist innen. Switchback. Oh, Berührung. Aber es geht alles gut. Alles gut gegangen. Beide können weiterfahren. Duki ist vorbei. Ja, Herz stillstand dann kurz. Ja, Suchti, der meldet sich da auch an. Ja. Auf den Favoriten, den ich eigentlich vorm Rennen oder so vorm Quali getippt habe. Also wir haben hier jetzt ein spannendes Finale. Einen spannenden letzten Stint nochmal. Also Patzes Wechsel, Boxenstopp, der hat mich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Also ja. Da hätte ich gedacht, dass das trotzdem durchzieht, noch 10 Runden. So, und sucht die jetzt im Nacken von Benny Blümchen. Ja, sonst alles ruhig. Niki Lauda an Cyrus Kane dran, innerhalb von einer Sekunde. Ansonsten sind die Abstände da eigentlich relativ entspannt, bis auf vorne. Ja, also vorne geht's jetzt ganz schön zur Sache. Jetzt, wer holt den Sieg? Was meint ihr, liebe Zuschauer? Also wenn der Fuzzi keinen großen Fehler mehr macht, dann glaube ich, holt er das jetzt. Ja, gehen wir mal hier auf. Versucht die jetzt mit DRS hinterm Benny und jetzt ist er vorbei. Und sucht die vorbei. Ja. Mit den frischen, ja gut, aber er hat auch die frischeren Supersofts. Patze mit 3 Stops. Ist aktuell der Boxenhunter. Oh, Schofield geht auch nochmal an die Box. So, und sucht die jetzt direkt hinter Duki. Das ist ja ganz schön am Brennen. Holt sich auch nochmal die Ultra Supersofts. Also der sucht die, der will es hier ganz schön wissen, ne? Der kämpft sich hier gut zurück. Oh, Patze an Benny vorbei, das habe ich jetzt gar nicht im Blick gehabt. Hat er? Oh. Und Patze hat die Session aufgegeben. Er verlassen. Denn das nächste Disconnect, es kann doch nicht wahr sein, Leute. Was ist denn hier los? Ein verrücktes Rennen. Klee wieder 3 Sekunden Zeitstrafe. Wenn er so weitermacht, wird er auch bald disqualifiziert. Und Fuzzi ist erster, Duki zweiter. Ich will jetzt hier nichts verschreien, aber
Fatze ist auch ein Unglücksrabe. Ich dachte gerade, der Patze kämpft sich zurück und dann macht der sowas. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los, Leute? Ich weiß jetzt nicht, wer die Lobby gehostet hat, ob es vielleicht daran liegt, dass unser Lobbyhost hier eine schlechte Verbindung hatte oder so. Ich kann es nicht sagen. Ich habe den Patze jetzt mal eingeladen, weil er ist schon der zweite mit Disconnect. Der dritte, obwohl, der dritte. Ja, aber in Führung liegend fast. Ja, es ist, kann man es sagen. Es ist frustrierend, Leute. Ja, er wird jetzt natürlich auch durchgereicht. So, aber nicht vergessen den Suchti, der jetzt hier an Duki sich immer mehr rankämpft. Also wie gesagt, es wird ein unglaublich spannendes Finale. Ob der Suchti vielleicht sogar noch den Fuzzi angreifen kann, ich glaube es nicht, aber vielleicht. Ja, und die beiden machen Druck auf Fuzzi. Ja, aber jetzt erstmal hier Suchti jetzt kurz vor der letzten Kurve, ein Zehntel dahinter. Aber er muss zurückstecken. Und das macht er auch. Ja, der greift in der Orange an. Ja, ich hoffe nach der Orange. Ja, meine ich ja, mit DAS. Also, Andy Gerken, falls du meinst, hier bei so einem Rennen dabei zu sein, wie hier das Rad übertragen wird, dann musst du dem ORC beitreten, dem Online Racing Club e.V. Gehst du einfach auf die Homepage und meldest dich da an. Du brauchst wohl Teamspeak dafür auf deinem Handy oder am Laptop, wie auch immer. Und jetzt erstmal der Angriff vom Suchti! Ich laber hier über dem Online Racing Club, aber verpasst hier fast den Angriff. Aber er geht vorbei. Und ist jetzt nur noch eine Sekunde, eineinhalb Sekunden hinterm Fuzzi. Das wird nochmal eng. Soft gegen Supersoft. Aber hätte uns das einer gesagt vorm Rennen, während dem Rennen, als Speedy da noch weggezogen wäre, hätte keiner für möglich gehalten. Wirklich nicht. Das wird hier jetzt unglaublich eng nochmal. Viel Zeit haben wir nicht mehr, viele Runden. Ein spannendes Finale, leider ohne Patze. Und ohne Speedy. Ja, die schenken natürlich zwei Plätze her. Ja. Na, Ultra Gugu macht Dampf auf Niki Lauda, 1,8 Sekunden. Ist. Aber ich glaube, da vorne bahnt sich der nächste Zweikampf an zwischen Suchti und Duki. Also Suchti hier mit seiner Ein-Stop-Strategie unterwegs. Das ist unglaublich, ne? Ja. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und Benny Blümchen auch Ein-Stop. Damit habe ich nicht gerechnet, dass man hier mit einer Ein-Stop durchfahren kann. Ich auch nicht. So, und der große Gewinner bis jetzt, ja, von den Positionen hier, ist Sirius Kane. 12 Plätze hat er gut gemacht. Ja, und sie startet außerhalb von den Punkten und landet in den Punkten. Ja, wirklich stark gemacht hier vom Sirius Kane. Das habe ich gar nicht so im Auge gehabt, wie er sich nach vorne gekämpft hat, bis ich jetzt gerade mal nachgeguckt habe. Also, starkes Rennen hier. Oh, Hotte dran an Benny Blümchen. Oh ja. Das wird den nächste Zweikampf geben. Und Duki an Suchti, das darf man nicht aus den Augen lassen. Ob er sich da nochmal seinen Platz zurückholen kann, weil Suchtis Reifen werden jetzt anfangen abzubauen. Und zwar rapide abbauen. Das merkt man auch an die Zeit am Fuzzi, weil er kommt da jetzt nicht mehr ran. So ohne weiteres, er verliert eher sogar Zeit. Ja, ich bleib mal beim Hotte drauf gegen
Benny. Ja, ich auch. Und Horto holt sich die 3 Sekunden. Und, ja. Nochmal ein paar mitgenommen hier. Kann man ja nicht genug von haben, von Sekunden. Scheinbar. Ultra Gugu ist nur noch 1,2 hinter Niki Lauda dran. So, Duki kommt jetzt immer der Rand wieder an Sucht. Also er greift gleich nochmal an. Ja, Horte kommt auch immer näher. Aber er hat auch die 6 Runden frischere Reifen. Mhm. Das kann vielleicht mal jemand anderes im Chat machen. Von unseren URC-Mitgliedern. Kurz die, unsere Internetseite für den lieben Andi in den Chat schreiben. Dann kann ich mich hier aufs Finale konzentrieren. Dann haben wir ja vielleicht bald ein neues ORC-Mitglied. Vielleicht 2, weil dem Freak habe ich die Internetseite auch schon geschrieben. Ob er da vielleicht auch mitmachen will. Also neue Mitglieder sind natürlich immer herzlich willkommen. So, aber nicht vergessen hier das Rennen zu verfolgen, denn jetzt ist der Ultra Goku ebenfalls wieder auf Angriffstour hier. Also das Finale wird nochmal ganz spannend hier. Ja. Und der Fuzzi macht das ganz stark da vorne. Er lässt sich nicht zurückfallen. Nee, er verwaltet es eher zwischen 1,5 und 1,7 Sekunden, will er sagen. Ja, genau. Bis er sich muten musste. So, und jetzt ist der Ultra Goku da ganz eng. 1/10 direkt neben ihn. Wer steckt zurück in der letzten Kurve? Sie gehen zusammen rein. Ja, der macht da. Oh, scheinbar darf man keine Links posten. Das muss dann, wenn dann ein. Das müsste Wender nicht machen. Oder einfach www.online-racing-club.de. Und jetzt hier Ultra Gugu greift an. Ja, war ein leichtes Spiel mit Supersoft. So, ja. Hotte an Blümchen auch dran, aber er kommt auch irgendwie nicht richtig vorbei. Nee, also er holt auf, mehr oder weniger, aber so richtig läuft es da nicht. Und Duki auch noch nicht so ganz da rangekommen an Suchti. Also, die Abstände bleiben konstant, wenn auch ja. Eng. Ja. Ich bleib mal beim Duki. Ja, Fuzzi hat schon 2 Sekunden Vorsprung. Der wird das sehr schön verwalten. Jetzt der nächste Versuch von Hotte. Das scheint noch zu weit weg zu sein. Ja, also für einen Angriff reicht es natürlich nicht. Also ich denke mal, da muss man schon so mindestens 4/10 hinter dem anderen sein. Aber er macht das DRS auch nicht auf. Ob es da vielleicht ein Flügelproblem gibt? Nee, ich denke, er wartet noch. Er will ihn sich noch zurechtlegen, so ein bisschen. Nicht viel riskieren, sondern auf Nummer sicher gehen. Oh, er macht das stark, also er macht es in den Kurven, macht er viel Zeit gerade gut.
Und Niki Lauda an Ultra Gugu immer noch dran, aber er kommt irgendwie nicht richtig mit. Er holt in der wow, und jetzt guckt er erst an, da kommt die leichte Berührung. Hotze gegen Benny Blümchen. Also jetzt ist er ganz nah dran. Vergisst jetzt das DRS aufzudrehen. Er hat aber genügend jetzt ist er. ERS. Jetzt ist er genügend ERS. Jetzt kann der Angriff kommen. Er ist es voll aufgedreht. Ja, und er ist viel schneller unterwegs. Er ist so viel schneller. Jetzt kriegt er ihn. Auf der DRS-Zone hier. Ja, aber er macht das DRS nicht auf. Ja, ich verstehe das auch nicht so ganz. Ja, dann hat er wahrscheinlich hier ein Flügelproblem. Das hatte ich auch schon mal während dem Qualifying. Da hat sich der Flügel einfach nicht öffnen können. Ach Mann, falsch. So. Und Niki Lauda ist dran an Goku auf der langen Gerade mit DRS. Goku hat kein DRS mehr. Ja, und Niki ist vorbei. Und ich warte immer noch auf den Duki, ob er nochmal angreift. Oder ob er es sein lässt, um auf Nummer sicher zu gehen. Er weiß natürlich auch selber von seinen Zeitstrafen. Ob er einfach nur auf Nummer sicher geht und nichts riskiert oder lieber versucht, hier die Zeit rauszuholen. Auf die Motte. Ich denke aber, dass er eher auf Platz 5 zurückfallen wird. Ja, ich weiß es nicht. Also, Hot hat ja auch Zeitstrafen. Also, man muss es wissen. Ich warte ab, wir warten ab. Ja, es ist eine Spekulation, wo wir hier jetzt machen können. Ja. Wer wie viele Zeitstrafen hat von den drei? Es bleibt spannend, es geht immerhin um die dritte Position, also Treppchenplatz. Mhm. Oh, Ultra Goku jetzt. Lässt aber nicht locker da hinten, ne? Nee, da geht's um Platz 8 und 9. So ein Fuzzi, der holt das Ding hier jetzt gleich nach Hause. Zwei Runden hat er noch. Aber Niki hat deutlich mehr ERS als Ultra Goku. Ja, ich glaube, der vergisst am besten sein ERS zu sparen. Weil damit wird es ganz schön schwer anzugreifen. Jetzt. Er macht auch den Flügel nicht auf. Was ist da los? Niki Lauda versucht hier alles, um zu verteidigen. Fährt da zickzack. Ultra Goku kürzt da ab. Eigentlich müsste er ihn jetzt wieder vorbeilassen. Er hat auch keine Strafe dafür bekommen, ne? Also, das war jetzt eine ganz schön verrückte Situation. Ja. Sehr gefährlich hier für beide Fahrer. Ja, das ist eigentlich jetzt gerade das. Ja, ich glaube, er gibt jetzt auf. Ja, sucht Fuzzi jetzt mit der letzten Runde souverän 1,5 Sekunden Vorsprung vor Suchti. Ja, und ich fahre jetzt mal. 1,5 auf Duki. Fahren wir jetzt mal hier mit auf der letzten Runde hier vom Fuzzi. Kommt noch an den Klee ran zum Überrunden. Ja, und Klee macht Platz. Mehr als genug. Macht der
Niki, jetzt den Flügel auf. Ja, jetzt ist er offen. Aber der hat doch 1,3 Sekunden. Ja, aber der war gerade unter einer Sekunde, als er über die, wahrscheinlich über die Ziellinie, also die Linie ist. So, Fuzzi doch mal ganz schön nah rangekommen hier an Suchti an Fuzzi. Also nochmal unter die Sekunde gegangen, aber aber da wird natürlich nichts mehr passieren. Fuzzi jetzt in die letzte Kurve. Fuzzi gewinnt jetzt gleich den großen Preis von Belgien, der Serie A. Und macht hier das erste Rennen in den Deckel drauf. Suchti kommt dahinter. Duki dahinter. Und jetzt Fuzzi. Die Frage, wo kommt Duki mit seinen Zeitstrafen hin? Er bleibt vom Hotze. Aber Hotze verliert den Platz an Benny. So, dann kommt jetzt James Bond, Sirius Kane. Ultra Goku bleibt der vor Niki Lauter mit seinen Zeitstrafen. Ich glaube nicht. Niki Lauda bleibt hinter Ultra Goku, doch. Unglaublich. Jetzt kommt der LX. So, letzte schon mal Fuzzi, such dir Duki ein, bitte. Mach ich. So, wir warten noch auf Ronny. Der kommt jetzt in die letzte Kurve. Habt am Ende nur für einen 12. Platz bei ihm gereicht. Hat heute viel zu kämpfen gehabt. Also viele Zweikämpfe hier. So, da ist der Fuzzi schon mal. Fuzzi, ja. Alles Gute und herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Saisonsieg hier. Also ersten Rennsieg in der zweiten Teilsaison, besser ausgedrückt. Ja, danke schön. War ein spannendes Rennen auf jeden Fall. Wir warten mal noch auf den Rest des Podestes. Ja, den Duki lade ich gerade ein. Ja. Suchti hast du schon? Und den Suchti habe ich schon. Dann warten wir mal noch eben auf die drei. Duki 6 Sekunden. Hotte 9. Da war ja echt was los hier, ey. Und der Benny hat keine. So, wo bleiben die zwei? Der Koko und der Niki Lauda haben beide 6 Sekunden Zeitstrafe. Und deshalb hat Nabend. Sich da nichts verschoben. Nabend Duki, hallo. Herzlichen Glückwunsch zu deinem dritten. Danke. Glückwunsch. Danke, dir auch, Chris. Sag mal einen Einstand. Jetzt fehlt nur noch das Suchti. Ja, weißt du überhaupt, ja, dass du mitkommentierst? Also, vielleicht weiß er das gar nicht. Eingeladen habe ich ihn. So, aber wir fangen einfach, während wir warten auf den Suchti, könnten wir ja schon mal anfangen mit dem Duki. Ja. Also Duki, nochmal herzlichen Glückwunsch, dritter Platz, erstes Rennen in der zweiten Teilseason. Erzähl erstmal, wie es für dich verlaufen ist, war ja ganz schön spannend da alles. Ja, für mich lief es auf jeden Fall richtig gut, wegen dem Quali auf jeden Fall erstmal. Wir sind halt direkt rausgekommen und Patze, Fuzzi und ich, wir waren halt so die ersten drei. Hotte hat mich dann nochmal kurz überholt, ist aber auch nicht schlimm. Da hat man natürlich auch mega Glück, dass wir da noch so einigermaßen trockene Verhältnisse und das hat uns natürlich auch weit nach vorne gespült. Von daher war das schon echt gut. Rennstart, ja, war nicht so prall. Hab einen Platz verloren, bin dann hinter Fuzzi die ganze Zeit hergefahren. Ja,
ja, ich konnte die Speed zwar mitgehen, aber habe auch Druck von hinten gekriegt und ja, also ich hatte die ganze Zeit permanent irgendwie vorne, hinten, überall musste ich gucken. Dann zum ersten Stop, den habe ich ein bisschen hinausgezögert, weil mein Ingenieur gesagt hat, ich komme im Verkehr raus, deswegen noch ein bisschen draußen bleiben. Das lief auch gut, also im Prinzip lief eigentlich alles perfekt. Kam dann vor Duffy raus, der wollte da nochmal so auf Biegen und Brechen vor mir bleiben, konnte mich aber verteidigen und ja, dann habe ich es einfach nur nach Hause gefahren. Also ich war da nicht mehr groß unter Druck. Der Suchti hat mich dann nochmal mit seinen roten Reifen überholt. Aber da ich halt abgefragt habe, die ganze Zeit, Fahrer vor mir und mir gesagt wurde, dass er keine Zeitstrafen hat und ich wusste, dass Fuzzi auch keine Zeitstrafen hat und ich hatte schon zwei, da war für mich auch, da brauche ich nicht attackieren, weil die 6 Sekunden fahre ich nicht raus. Also fahre ich einfach nach Hause und gucke, dass ich die 6 Sekunden auf P4 behalte und ja, hat geklappt. Das haben wir auch uns gedacht, weil du warst ja zwischendurch dann doch nochmal näher rangekommen. Da hatten wir uns erst gefragt, warum greift der denn nicht an? Aber da haben wir uns dann auch zusammenreimen können, weil du halt die Zeitstrafen hattest, Ja, es hätte dass keinen Sinn du auf gemacht, Nummer da irgendwie sicher noch. gehen willst. Absolut. Also ich wollte da auch nicht irgendwie attackieren und nachher fahren wir uns beide den Flügel kaputt oder irgendwas passiert und da ist keinem geholfen. Deswegen, ich wusste ja, ich kann die 6 Sekunden nicht mehr rausfahren, also bleibe ich dahinter. Und ich war ja imaginär auch dahinter, also von daher habe ich es einfach behalten. Ja. Jetzt Da ist ist auch er ja. Softie da. Da ist er, Softie. Erstmal herzlichen Glückwunsch auch an dich für den zweiten. Ach, danke schön. Wir sind gerade mit Duki fertig, also kommen wir direkt zu dir. ja, erzähl erstmal aus deiner Sicht, wie dein Rennen so verlaufen ist. Auch bei dir ja, war ja einiges los. Ja, mein Qualifying. Ich habe meine erste Runde auf den Smooth leider nicht durchgekriegt. Habe ich das so mit den Inters qualifizieren? Gut, dann war ich Siebter hinter allen, die natürlich die Supersoften durchgekriegt haben. War nicht ganz in Ordnung, da ich dadurch freie Reifenwahl hatte. Und ja, ich musste dann einfach was riskieren im Rennen. Bin dann mit den Soften gestartet und wollte dann, also hab dann einen Stop gemacht. Am Anfang des Rennens war eigentlich ziemlich schwer gegen die Supersoften sich zu verteidigen. Die sind dann doch deutlich schneller auf den Langgraden. Ja, aber am Ende dann lange durchgehalten bis Runde 27, bis ich dann auf die Supersoften gewechselt habe und dann Ja. rangefahren und den einen oder anderen, geholt. Ja, da waren wir sehr erschrocken in Anführungsstrichen, überrascht vor allem. So, du bist doch ziemlich der Einzige mit der Einstopp-Strategie. Also, erzähl mal, wie haben sich die Reifen für dich verhalten? Das war ja doch schon ganz schön erschreckend. Ja, gerade Rouge hoch mit Supersoften am Ende, glaube ich, war ich, bei den Soften war ich über 60% am Ende, da war es doch schon das ein oder andere Mal kritisch Rouge hoch. Und ja, man merkt die Reifen dann doch schon, man ist fast nur noch am Rutschen und ja, aber hat soweit funktioniert, gut geklappt. Auf jeden Fall gut gemacht, ey. Ja, krass. Ihr habt auch, ja, ihr drei habt ja auch profitiert von dem Disconnect vom Speedy. Vom Speedy und Ja, vom Patzer Speedy. auch ein bisschen, ja. Patzer auch, ja. Patzer hatte aber, weil er ist ja mein Teamkollege, mit dem war ich in der Party, der hatte bei seinem zweiten Stop wollte er eigentlich auch die gelben aufziehen, aber hat dann leider die roten drauf gekriegt und wollte dann noch 3 Stop fahren, aber hatte dann noch sein Disconnect. Also wäre auch noch ein bisschen spannend gewesen. Auch. Ja, haben wir Aber uns auch schade. gedacht. Also, schade, echt auf jeden Fall. Ja, klar, Speedy hat das Rennen bis zu seinem Disconnect so dominiert. Ich glaube, könnt ihr alle ein bisschen froh sein, dass er raus ist. Ja, aber erstmal zum Fuzzi. Erstmal zu dir, erzähl mal von deinem Rennen. Hast du damit gerechnet, dass du hier heute den ersten holen kannst, Chris? Also, erstmal Puls Motorsport, ne? Genau, ne, das, ich habe damit gar nicht gerechnet, deswegen bin ich eigentlich immer noch ein bisschen sprachlos. Mir fehlen eigentlich die Worte, wenn ich es so nehme. Ich hatte mir eigentlich irgendwie so die Top 5 hatte ich mir anvisiert und dass es dann jetzt der erste wird, ist jetzt so gekommen. Ne? Deswegen bin ich ein bisschen, mir fehlen die Worte, sagen wir es so. Ja, woran hat es gelegen, ne? Also. Ja, na gut, ich würde sagen, das Quali hat uns echt in die, oder hat mir auch viel in die Karten gespielt, dass ich direkt hinter Patze die Zeit setzen konnte.
weil das hat man ja gesehen, da waren ja irgendwie, ich glaube, Duki war, ich sag jetzt mal, 500 Meter hinter mir und war ja schon gefühlt eine Sekunde langsamer. Ja. Weil die Strecke ja so schnell schlechter wurde, da habe ich super von profitiert, dass ich dann quasi vom P2 starten konnte. Mhm. Ja, und der Start, der war so, naja, und dann habe ich ja auch direkt den Platz, glaube ich, an Speedy abgegeben. Der war ja irgendwie, gefühlt ist er ja einfach nach vorne gesprungen. Und ja, dann hatte ich nur bis zum ersten Stint, weil ich ja so nah immer am Patzer dran war, doberweise fast meinen ganzen Sprit schon verbraten. Und hatte dann eben, ich sag, die letzten zwei Stints so ein bisschen auf Sparflamme fahren müssen. Mhm. Und ja, wie dann Patze quasi, ich hatte versucht dann nach meinem zweiten Stop den Undercut zu setzen. Und danach ist Patze reingegangen. Wie ich dann gesehen habe, dass der auf Supersofts war, wusste ich eigentlich, dass ich definitiv vor ihm bleibe, weil die Supersofts, die bauen ja irgendwann so schnell ab, dass man dann recht langsam wird. Und ist schade auch für Speedy, dass der Disconnect hatte. Ich glaube, der hätte uns sonst alle in Grund und Boden gefahren, muss man einfach so sagen. Und ja, ich freue mich jetzt, dass ich die ersten 25 Punkte einsahnen konnte und will hoffen, dass das nächstes Rennen, ich sag für mich zumindest, auch mal wieder aufs Podium geht. Ja, das ist doch eine Ansage. Und bei deiner Pace war es auf jeden Fall drin, denke ich mal. So, dann bedanke ich mich erstmal für das geile Rennen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, euch zuzuschauen mal wieder. Ja. Nochmal Glückwunsch an euch drei, besonders an Fuzzi, an Chris, ne, natürlich. Ich muss das sagen. Ja, da hab ich auch gerade, weil der Audi, ich schrieb mir gerade noch nebenbei, der Fuzzi heißt Andi und nicht Chris. Aber ich verwechsel euch beiden immer. Das war in C3 auch schon immer so. Das ist so normal, aber trotzdem Glückwunsch. Ja. Kein Problem. Ich schätze Teamkollege, ja. Läuft bei mir. So, dann an euch vielen, vielen Dank, dass ihr kommentiert habt, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Und immer doch. Ich will dann hoffen, dass ihr zwei das so weiter betreibt. Ja, bitte bedenkt, nächstes Rennen ist dann der DB wieder dabei, ne? Also ein Konkurrent mehr. Ja, der fährt noch mit Lenkrad, der ist noch gerade am Umstellen. Der ist noch nicht ganz so konkurrenzfähig wie mit Pet-Zeiten, also das dauert noch ein bisschen. Ja, mal schauen. Nee. Ja, ich trainiere viel mit ihm, alles, aber das wird. Das wird's, okay. Ja, mal schauen. Hoffen wir auf ein spannendes nächstes Rennen. Auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall wieder dabei. Gut, schönen Abend noch. Schönen Abend. Ja, euch auch. Ich auch. Ciao. Ciao. So, dann verabschiede ich mich auch von den Zuschauern. Danke fürs Zusehen. Mann, Deutsch mal wieder. Und bis nächste Woche. Jo, ciao.